Hallo und recht herzlich willkommen hier zu einem neuen Let's Play aus dem Landwirtschaftssimulator 19 hier von der Gran Gusto Farm. Ja Leute, heute möchte ich mal was Besonderes machen, was wir eigentlich sehr selten machen. Und zwar hier mit einer Ballenpresse agieren. Sonst nutzen wir ja immer das Stroh direkt, aber heute möchte ich mal hier mit der wunderschönen Ballenpresse hier unser Stroh, was wir auf Feld 3 liegen haben, pressen. Neunzehn Meter Arbeitsbreite haben wir. Denke mal, dass ein Vorgewende wird reichen. Da gucken wir mal gleich. Ja. Und da pressen wir auch gleich mal los. Hier mit unserer Spezial-Ballenpresse. Die gleich zwei Schwade mit einmal nimmt. Und sparen wir uns einen Haufen Zeit. Und wie schrucki-zucki das hier rausschießt, ist ja die wahre Freude. Hätte ich doch mal lieber. Ah ja. Hätte Fahrradkette, ne? Hätte ich doch mal lieber keine Schaf. Scharfen Kurs genommen. Aber so ist das eben nun mal, wenn man halt. Ja. Vielleicht kann er den Kurs nochmal neu berechnen. Nimm den halt ohne Schaf. Aber um mal zu sehen, es funktioniert auch im scharfen Modus.
Und das klappt sogar wunderbar. Und wie schnell hier die Ballen verschluckt werden. Ist ja ein wahres Wunderwerk. Moment. Entlassen. So, machen wir ganz normal. Nehmen wir den Kurs hier weg. Machen wir ohne Schaf. Das Problem ist nämlich jetzt, hat zum Glück keine Kollision. Na. Dass er die Ballen ein bisschen schiebt, aber ist ja nicht weiter schlimm. Jetzt drückt er aber ganz schön. Im Sekundentakt einen Ballen raus.
sieht man mal den Unterschied. Wo er halt zwei Bahnen gleichzeitig nimmt oder eine Bahn. Hat ein bisschen Probleme mit dem Abladen, aber so, sonst geht's. Und schiebt nur ein bisschen die Backen vor sich her. So, hier jetzt die letzten Meter. Mal gucken. Ne. Dann wird er bloß die Ballen wegschieben. Habe ich jetzt. Feld 3. DGF. Ballen. So. Klappen wir. Geschütz mal wieder. Zusammen. Ach so. Müssen wir erst noch die Ballen rausschieben, bevor wir hier zusammenklappen. Bring die ganze Chose mal weg. Vielleicht können wir die noch mal irgendwann brauchen.
stellen wir mal hier oben rein. So Leute, das war's denn für heute. Sag ich mal, bis zum nächsten Mal. Dann sag ich mal, bye bye. Lasst ein Abo da, wenn euch das Ganze hier gefallen hat. Lasst ein Like da, lasst einen Kommentar da. Und schaut in die Videobeschreibung, sag ich mal. Bis zum nächsten Mal.